Hallo liebe Leute, sind wir wieder und heute machen wir ein richtig tolles Brombeersorbet. Wenn du mal sehen willst, wie das Brombeersorbet geht, dann bleib einfach mal dran. Und wenn du Lust hast, dann lass doch einfach nochmal einen Kommentar hier mit deinem Lieblingssorbet, was ich mir für dich nachmachen soll. Aber jetzt starten wir. Für ein erstklassiges Sorbet nehmt ihr am besten selbst gesammelte frische Brombeeren. Und das sind 250 Gramm, das ist mir aber zu wenig. Ich nehme 370 Gramm und auf diese 370 Gramm gebe ich hier Zuckersirup. Habe ich schon mal gekocht. Das sind 270 Gramm Wasser und 100 Gramm an Zucker. Ein bisschen weniger Zucker habe ich verwendet als viele andere Sorbet- oder Zuckersirup-Rezepte, weil mir es immer zu süß ist. Ich möchte ja einen vollen, klaren Geschmack der Brombeere haben. Und ja, hier haben wir jetzt 700 Gramm genau fix und die werden einmal gemixt. Und das alles wird jetzt einmal eingefroren in eurer Eismaschine. Und ja, dann zeige ich gleich das Endergebnis von einem richtig schönen, cremigen Sorbet. Und das war eigentlich das ganze Geheimnis. Viele von meinen neueren Abonnenten kennen ja nicht die Methode von dieser Kaltschalen-Rühr-Methode zum Eismachen-Methode, die ich euch schon mal im Limetteneis-Video gezeigt habe. Ist auch in der Infobox verlinkt, könnt ihr euch einmal angucken. Aber nochmal zur Erklärung. Ihr gebt hier das Sorbet rein. Gebt diese Schale ins Gefrierfach und lasst es eine halbe Stunde erstmal anziehen. Das heißt dann, die Kälte geht über das Aluminium. Aluminium leitet sehr gut. Könnt ihr aber auch mit Glas machen. An die Flüssigkeit und am Rand fängt es an zu gefrieren. Und dann geht ihr hin, nehmt euch einen Löffel. Nehmen wir jetzt mal den hier und zieht dann das Äußere immer nach innen. Und dann stellt ihr es wieder rein, wartet wieder eine halbe Stunde, 15 Minuten und zieht es wieder rein. Und das wiederholt ihr ungefähr 6, 7, 8 Mal, bis das alles gefroren ist. Und dann habt ihr ganz einfaches Sorbet gemacht. Könnt ihr aber auch mit Milcheis machen, ohne eine Eismaschine. Und das war's dann auch schon wieder. Du hast gesehen, das Brombeersorbet herzustellen ist wirklich sehr einfach. Wenn du es mal nachgemacht hast, schreib es in die Kommentare. Schreib mir deine Lieblingssorbets in die Kommentare, welche ich mal nachmachen soll. Und dann bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.